Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Assassin's Creed 2. Und ich bin schon ganz scharf darauf, genau wie mein Schwert, zu wissen, wer ist Bianca, wer ist dieser Bartolomeo und was wird als nächstes alles passieren. Bianca! Bianca! Ist alles in Ordnung? Was denkt ihr denn? Schaut euch nur um! Und die arme Bianca, wenn ihr etwas geschehen ist... Aha! Oh, meine Liebste. Gott sei Dank geht es dir gut. Ezio, das ist Bianca. Bianca? Ezio. Entzückt? Also, ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr, was zu tun ist? Ich gehe und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden. Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf. Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Viel Glück da draußen, Ezio. Tja, lasst niemanden zurück. Die Söldner befreien, die im ganzen Bezirk Castello gefangen gehalten werden. Na klasse. Ich hasse Befreiungsmissionen. Das ist immer so nervig. Immer die Leute erst besorgen und dann meistens zu irgendeinem Punkt hin eskortieren. Ach, das war schon immer in Spielen so nicht gerade meine Lieblingsmission, sag ich mal. Hey, ein Aussichtspunkt. Geht doch. Wird doch mal Zeit. Und ich würde sagen, dass unser alter Bartolomeo hier... ein ziemlich guter Partner für Ezio. Ich meine, mal ein Kriegertyp, ein Typ, der Armeen befehligt in seiner Freizeit. Genau so einen Kerl können wir gebrauchen. Und so wird er dann zusammen mit Ezio eine kleine Armee aufbauen? Klingt gut. So, dann ist die Karte also endlich auch mal ein bisschen befüllt. Und wie mir scheint, ist dort hinten bereits ein Käfig. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann wollen wir noch mal hier hochklettern und wollen uns lieber das gute alte Überraschungsmoment zu unserem Vorteil ausnutzen. Den Moment, oder? Ja, den Moment. Ups. Ja. Ich und mein gutes Deutsch heute mal wieder. Was sollen wir mit denen machen? Den Käfig ins Wasser, sage ich. Na, sag ich nicht. Ich bin da anderer Meinung, mein Freund. Und, du auch. So. So geht das, Leute. Vielen Dank für die Hilfe, Freund. Wir würden mit euch kämpfen. Wenn ihr uns wollt. Hey, wir müssen niemanden irgendwohin eskortieren? Na, geil. Na, dann bin ich ja zufrieden. Dann habe ich nichts gesagt. Und hey, ich sehe dort hinten ist auf der Karte einer dieser Zeugen. Den werde ich doch mir... Ach, nee, hier ist einer dieser Stadtschreier. Okay. Eben mal bestechen, den Guten. Damit meine Aufmerksamkeit ein bisschen zurückgeht. Und direkt zurückklauen, wie sich das gehört. Na, komm. Das klappt immer wieder. Schon herrlich. Okay, oh, und da war ein Aussichtspunkt. Dann, Leute, bleibt bitte mal eben kurz hier stehen. Was für eine Sprache benutzt oder war das gerade Italienisch? Das klang irgendwie ein bisschen anders. Oh, da hätte ich natürlich auch hochspringen können, aber ich glaube, hier komme ich weiter. Kommt doch den Sprung überhaupt hoch? Tatsache. Aber hier nicht. Aber dafür haben wir den Sprung ja gelernt, oder? Zack. Und, das schaffst du auch, oder? Ja, geht doch. Guter Ezio, guter Ezio. Hier brauchst du ihn auch wieder. Hey, er hat mal richtig Sinn und Zweck. Und den Rest packst du auch so gerade noch. Okay, auf der... Mach keinen Mist, Ezio, bitte. Können wir hier lang? Ja, da können wir entlang. Okay. Das ist ganz schön hoch, mein Freund, oder? Oh ja, das ist ganz schön hoch. Ist das höchst... Ja, ist das Gebäude hinten noch ein... nichts Falsches machen. Das da hinten ist fast noch ein Ticken höher. Ich glaube, da war ich auch schon drauf. Und das da hinten ist so ziemlich auf gleicher Höhe offenbar. Aber egal. Genug rumgefaselt und den Nebel genossen. Wenn man Nebel genießen kann. Ich glaube, man sich ja vor wie im alten London hier. Aber naja, wo Wasser ist, ist auch Nebel. Und ich musste gerade nur niesen. Nicht wundern, wegen der kurzen, seltsamen Pause. Ja, Heuballen, da unten. Na klasse, Ezio. Geniale Idee. Du Vollpfosten.
Dann war da irgendwie doch kein Heuballen. Habe ich mich ein bisschen verguckt. Ups. Passiert, ne? Leute, ja, ist doch normal. Passiert. Ich hoffe, ich starte dort, wo ich sie gerade schon befreit habe. Yes! Geht doch! Na also. Aber dafür habe ich den Aussichtspunkt schon in der Tasche und ich bin zufrieden. Nur Leid und Elend. Ja, du sagst es, mein Freund. Leid und Elend. Ah, hier gibt's eine dieser tollen Glyphen. In San Pietro di Castello. Ich kann ja mal schauen, ob ich die gerade eben noch finde, oder? Ich meine, wenn ich schon mal in der Gegend bin. Direkt erstmal hier meinen guten alten Glyphenblick anschmeißen, wenn ich ihn mal so nennen darf. Könnt ihr mal gucken, ob es hier außen dran ist oder so. Nee. Hier unten? Auch nicht. Ah, da hinten. Na, ist ja mal relativ unversteckt. Ich glaube, so viele Glyphen fehlen uns auch gar nicht mehr, oder? Es passierte 1908. Oder war es 2008? 1708? Ich weiß es nicht mehr. Okay, so nach und nach wird unser guter alter Freund Subjekt 15 oder wie der hieß, ein bisschen verrückt, oder? Nicola, wir wissen, was man Ihrem Labor angetan hat, Ihrer Karriere. Es mag zu spät sein, um das wieder gut zu machen, aber Sie können helfen, etwas weit Schlimmeres zu verhindern. Man hat dem Zar ein Objekt abgenommen und führt in Tunguska Experimente durch, um herauszufinden, wie es benutzt wird. Wir müssen es Ihnen wegnehmen, bevor Sie es schaffen. Wir erwarten nicht, dass Sie Ihr Leben riskieren, nur dass Sie Elektrizität benutzen, um das Objekt zu zerstören, wenn die Zeit gekommen ist. Unabhängig von Ihrer Entscheidung sollen Sie wissen, dass wir Ihre Arbeit sehr bewundern und Ihnen gegenüber kein Groll hegen. Wir respektieren Ihre Freiheit mehr als alles andere. Okay. Oh, Tunguska musste ich wohl finden. Habe ich schon gerade eben bekommen. Okay, der Stab. Ein Stab und... Tja. Ja. Nicht so schön. Und Passcode gefunden. Ja. Und wieder ein bisschen mehr Nackedei. Und uns fehlen nur noch 4 Glyphen, seht ihr? Wir sind immer näher an der Wahrheit. Das ist doch gut. Und wenn wir natürlich hier sind, auch direkt den Aussichtspunkt holen und ich sag dir unten mal Stopp. Bleibt hier. Oh, sie wird angegriffen. Dann sollte ich mich schnell beeilen mit dem Synchronisieren hier. Schnell, 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 Ezio. Ich meine, die können sich wohl selber verteidigen, aber trotzdem, man kann doch wohl ein bisschen mitmischen. So. Ich bin schon da, Leute. Vielleicht kann ich von hier oben helfen. Ach, auch egal. Ey, dich erwische ich, glaube ich, von hinten am besten, oder? Ja, genau, sag ich doch. Na, also. Ach, da ist ja noch einer. Hey. So, und folgt mir. Genau, wunderbar. Na, dann wollen wir doch mal weiter. Und dort hinten ist ein Kunsthändler. Ich meine, in dieser Folge wird ja wirklich alles gemacht, was ich mir wünsche. Wunderschön. Dann holen wir uns doch mal alle Schatzkarten hier. Castello, genau. Grazie und kommt bald wieder. Aber, na, jetzt wird es auch mal Zeit, dass ich mich wieder ein bisschen um die Hauptmission kümmere, die hier gerade so nebenbei am Laufen ist. Nur so nebenbei, ne? So, und auf sie mit Gebrüll! So, und den Rest machen wir mit dem Schwert, oder? Hey, er will flüchten! Beide. Naja, scheiß drauf. Wir sind bei euch, Freund. Geht einfach voran. Sind die jetzt alle bei mir? Oder wieder nur 4? Folgt mir nach. Oh, alle, wow. Ist eine richtige kleine Armee, oh lala. Nicht schlecht. Aber naja, vielleicht werde ich sie brauchen. Von daher werde ich mich mal nicht beschweren. Wer weiß denn schon, wie viele Feinde gleich auf mich zukommen. Und hey, ich sehe ja gar nichts mehr beim Rennen, weil ihr alle hinter mir herlauft. So. Und da geht's schon weiter. Und... Tada! Oh, noch einer. Dich vielleicht auch noch? Na, wie wär's? Tatsache. Gerade nicht. Keine Gnade. Sorry. Ich tue, was immer ihr sagt. Meinst du das? Ich tue, was immer ihr sagt. Sterben. Heute ist nicht so mein Tag, von daher Pech gehabt. Wir gehen mit euch. Gemeinsam werden wir die Barbarigo vernichten. Deswegen rennt ihr alle weg? So sah das gerade aus, ne? Naja.
Wir haben die Mission geschafft und sind wieder ein Stückchen näher an unserer kleinen Privatarmee. Und wo ist der nächste Aussichtspunkt in der Gegend? Ach, da hinten. Na, dann schnappen wir uns doch den mal, oder? Warum nicht? Oh, schön hier. Was ist das für ein Gebäude? Sieht wichtig aus. Arsenale di Benicia. Ach, Tatsache. Das ist das Arsenale. Ah ja. Merken wir uns mal für später. Wir werden auf jeden Fall noch hier hinkommen. Wenn sich Silvio hier versteckt hält mit seinen 200 Söldnern oder was die da gesagt hatten. Naja. Mir ist es egal, ob hier irgendwelche Diebe rumlaufen oder mich Stress machen oder so. Ich meine, ich beklaue selber die Leute. Warum sollte ich die Diebe stören? Ja, ich glaube, ich bin im richtigen Turm. Ich glaube schon. So, hier hoch. Das Spielchen kennen wir ja schon. Und da wären wir. Tada! Und geschafft. Na dann mal runtergesprungen und... Ah, ich glaube, dorthin ist diesmal wirklich ein Zeuge. Das könnte ich gerade ganz gut gebrauchen, weil meine Aufmerksamkeit mal wieder enorm gestiegen ist. Hey! Und tschüss. Upsala. Die vergiftete Klinge wäre, glaube ich, doch besser gekommen. Naja, Pech. Passiert. Und sind sie anscheinend auch... So durchbricht man Verteidigungslinien. Das kommt davon. Wenn man so arrogant ist und denkt, man kann mich aufhalten. Okay, jetzt habe ich einen kurzen Moment verschnaufen. Da stehen schon wieder neue, egal. Ah, da hätte ich jetzt gut reingekonnt, egal. Ich schaff's auch so. Und schwupps, geschafft. Die Zeit werde ich mal gleich nutzen und mir eine Jacke ausziehen. Es wird ziemlich warm hier. Na, habe ich sie schon abgehängt, oder? Ja, gut gemacht. Und meine Aufmerksamkeit ist aber auch enorm gestiegen. Na egal. Und dort sind wir auch schon. Oh, und hier wartet, ja schon eine kleine Privatarmee, nur darauf, von mir angeheuert zu werden. Und, naja. Bartolomeo wird wohl in seiner Bude hocken und, nee, ist irgendwie noch zu früh, um den Part zu beenden, aber auch nicht mehr so viel Zeit, um noch eine ganze Mission anzufangen. Von daher werden wir uns einfach hier nochmal eine Tour schnappen, wenn wir schon mal dabei sind. Und wir können ja eben meine Aufmerksamkeit noch ein bisschen reduzieren, oder? Warte, hier machen wir es mal ganz elegant. Genau. So, jetzt bitte etwas schneller hoch. Ja. Ich wollte nämlich mal eben da hinten dieses Plakat abreißen. Das nämlich meine zwar wunderschöne, aber leider meine Fratze serviert. Oder präsentiert, meine ich, nicht serviert. Das macht keinen Sinn. Ich stell mich, wenn ich das will. So, ein Plakat weniger auf dieser Welt ist immer gut. Und dort hinten finden wir offenbar noch einen Schatz. Wollen wir das heute mal holen? Ah, bewacht offenbar. Naja, es war bewacht, sagen wir es mal so. Oh, es haben sogar ein paar Zeugen gesehen. Naja, egal. Wow, das waren ja mal 900, das ist mal gar nicht so wenig. Oh, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich ihn plündern. Lange nicht mehr gemacht. Ein bisschen Medizin, das kommt ganz gut eigentlich. Und wir können noch mal schauen, ob der Schmied hier vielleicht ein anderes Angebot hat. Würde mich zwar wundern, aber na komm, reparieren kann man sowieso. Aber Rüstung ist gleich, oder? Ja. Was Besseres als alter ihr Schwert werde ich wahrscheinlich sowieso nicht so schnell kriegen. Okay. Ja, sing du mal. Lass mich in Ruhe. So, jetzt würde ich aber sagen, ist okay, dass ich jetzt die Folge gleich beende. Ich werde mich eben noch mal zu dem guten Bartolomeo hinbegeben, dass ich schon direkt bereitstehe, um dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge, direkt bereit zu sein. Wenn es nämlich wieder heißt, Let's Play Assassin's Creed 2. Mein Name ist Alex. Bis dann.